Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash. Du siehst eine neue Folge von Star Stable Online und diesmal leider ohne Facecam, aber wieder mit ganz viel Post. Wer sich fragt, warum schon wieder eine Postfolge kommt, mein Postfach ist schon wieder voll und ich habe gedacht, bevor mir keiner mehr schreiben kann, schiebe ich jetzt heute einfach noch eine Postfolge zwischen. Ist ja nicht so wild. Ich fange mit dem Brief an von der Alina Dragon Eagle und die schreibt: Liebe Aida, ich wäre gerne in einem deiner Videos gegrüßt werden. Ich grüße dich, lieb Alina. Würdest du so lieb sein und das für mich tun? Ich finde deine Videos super toll. Ich wünschte, wir wären Freunde in SSO. Ja, leider ist meine Freundesliste voll, ne? Liebe Grüße, Alina, dein größter Fan. Ich danke dir sehr für deine Post, Alina. Komm gut in die Woche. Von der Dorina habe ich auch Post bekommen. Hi Dama, kennst du mich noch? Ich hoffe, ich nerv dich nicht, wenn ich dir nochmal schreibe. Nein, Quatsch, Dorina, alles gut. Hier kannst du Fragen beantworten. Nicht wundern, das, was hinten steht, ist meine Antwort. Ah, cool, das finde ich cool, dann lerne ich dich auch gleich ein bisschen besser kennen. Easy oder Huffy, dann nehme ich den Hufflinger. Dinotal oder Golden Hills? Ich nehme Golden Hills. Ich bin kein Fan vom Dinotal, weil ich mich da immer verlaufe. Weihnachten oder Ostern? Na, definitiv Weihnachten, oder? Ich meine, draußen ist zwar kalt und so, aber ich mag muckelig mit Tee da sitzen und ja, überhaupt. Pink oder Lila? Das mag ich beides sehr gerne. Das kommt bei mir immer auf die Stimmung an. Manchmal bin ich eher der Pinky Pink und manchmal bin ich eher Lila. Fort Pinter oder Morland? Dann nehme ich Fort Pinter. Einhorn oder Pegasus? Dann nehme ich einen Pegasus. Flügel sind cool. SSO oder Alicia Online? Da würde ich SSO nehmen. Sushi oder Pommes? Eindeutig Sushi. Stute oder Hengst? Kommt bei mir immer ein bisschen drauf an. Das gibt Zicken als Stuten und das gibt echt Hengste, die ganz nervtötend sind. Aber es gibt auch sehr, sehr liebe Stuten und sehr, sehr liebe Hengste. Deswegen kommt's, also das Geschlecht ist mir da egal. Das war's. Liebe Grüße, Dorina Goldlove. PS, danke, dass du den Brief vorliest. Aber gerne doch, liebe Dorina. Dann von der Eileen Dragonsmith. Hi Dama, ich war so überrascht von dir, dass ich dich voll gemocht habe und ich wollte fragen, bevor ich es vergesse, kann ich in den Club dein Rumpelpumpel? Liebe Rumpelpumpel, leider ist die Warteliste im Moment noch voll, deswegen kann ich dich nicht draufsetzen, aber das Club-Tagebuch kommt die Woche ja noch und vielleicht sind da die Chancen besser. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Die Willow Moontime hat auch geschrieben: Hi, ich wollte fragen, ob ich auf deine Freundesliste kann. Liebe Willow, meine Freundesliste ist leider voll und dein Postfach auch. Die Rehbriefe lese ich ja immer nicht. Da sehe ich eine Clubbewerbung. Die mache ich jetzt auch mal auf und dann beantworte das mal hier. Hallo Aida, heute habe ich dein Club-Tagebuch auf YouTube gesehen und dass wieder Plätze auf der Warteliste frei sind. Ich würde mich freuen, einen Platz auf dieser zu bekommen. SSO spiele ich seit Mitte September. Im Real Life bin ich 47. Dein Club finde ich einfach toll. Einfach so toll. Ihr seid so toll zueinander. Liebe Grüße, Catherine. Liebe Catherine, leider, Clubwarteliste ist schon wieder voll. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, das ist immer doof. Ich kann das nicht ändern. Das ist einfach mit 50 Leuten im Club ist echt wenig. Ich guck mal, warte, ich guck dann die auch gleich durch. Ja, oh mein Gott, ich habe jetzt das gelegen. Ich bin durch mein Zimmer gehüpft. Da ist jemand auf der Warteliste gelandet. Ich bin Stana, die gestern im Livestream das Ganze wegen dem Club gefragt hat. Na siehste, dann hat's doch geklappt. Dann weiß ich, wer du bist. Die Arisha Dorffeier. Vielen Dank. Ich freue mich schon. Da ist auch jemand auf der Warteliste gelandet. Die Sophie. Kann ich in den Club? Du hast gesagt, ich soll es Donnerstag versuchen. Oh, liebe Sophie. Und ich muss dich leider wieder vertrösten. Denn die Warteliste ist wieder voll. Donnerstag sollte das nächste Club-Tagebuch kommen. Und ich hoffe, du kommst rein. Die Isabella. Danke, Dama. Ich hoffe, du auch. Siehst du, deswegen lese ich die Rehs normalerweise nicht vor. Die Arisha. Danke. Genau, die Arisha konnte ich nämlich einladen beim Träumertreffen. Das war am Sonntag, ne? Sehr cool, Arisha, dass das geklappt hat. Ach, du bist die Milena J. auf YouTube. Alles klar. Ja, hat ja mit dem Einladen geklappt, ne? Würde ich sagen. Alles gut. Prima. Dann Lukas Riverball. Hi Dama, ich wollte fragen, ob ich in den Club darf. Wie gesagt, Warteliste ist momentan voll, leider. Die Alina Sparrowcam. Danke, hör niemals mit YouTube auf. Mach ich nicht. Die Evelyn Kittenway.
Danke, ich gebe mein Bestes. Danke, cool. Die Vanessa. Hallo Dama, ich wollte dir nur sagen, dass ich dann am Montag erst zum Stream kommen kann, da ich sonst leider keine Zeit habe. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ach, Hinidara, du bist ja schon eingeladen. Alles ist gut, du bist ja schon eingeladen. Die Stella. Hi, kann endlich ins Dinotal und bin fast Level 16. Ich bin so happy auf alles irgendwie. Oh, das glaube ich, wenn man neues Gebiet erforscht, ist es cool. Gestern war ich bei meinem Pflegepferd Monty. Er ist ein Huffy und es war so lustig. Er ist mir einfach die ganze Zeit hinterhergelaufen. Es war so lustig. Ich hoffe, der Brief ist nicht zu lang. Deine Stella. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch, Stella. Ich fahre auch noch zum Stall heute. Und ich freue mich auch schon, die Fellnasen zu sehen. Ne? Stallluft schnuppern ist immer das Coolste, was man haben kann. Die Liv Tower Home. Na, danke, du bist die Beste, dein größter Fan, Liv. Können wir vielleicht mal so mal was in SSO zusammen machen? Also ohne YouTube oder so, einfach nur was machen. Liv, ich verabrede mich immer nicht in den Videos. Ne? Also in privat, so wollte ich sagen. Weil wenn ich das mit einem mache, müsste ich das mit allen machen. Und du kannst dir vorstellen, dass das zeitlich gar nicht geht. Also auch wenn ich das machen wollen würde, geht es nicht. Aber wenn du mich irgendwo siehst, irgendwo rumreiten siehst oder sonst irgendwas, kannst du dich jederzeit herzlich gerne anschließen. Das ist gar kein Problem. Egal, ob ich aufnehme oder nicht aufnehme, ich habe immer gerne Leute mit dabei. Das ist alles, aber privat verabreden kann ich leider nicht. Die Sophie nochmal. Kann ich jetzt bitte in den Club? Oh, Sophie, ich habe dir schon geantwortet. Das beantworte ich jetzt nicht nochmal. Die Maggie, die Stina. Siehst du deswegen die Rebecca. Hallo Dama, wie geht es dir? Mir geht es gut, falls es dich interessiert. Das freut mich, dass es dir gut geht. Wie viele Pferde hast du eigentlich insgesamt? Ich glaube 27. Wann hast du angefangen, SSO zu spielen? Das war letztes Jahr im Mai, Juni herum. Ich habe noch eine Frage. Ist in deinem Club oder auf der Warteliste noch ein Platz frei für mich? Oh, Rebecca, leider ist die voll momentan. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch mal bei den Laughing Dreamers dabei sein könnte. PS, ich habe dich ganz so lieb und deine Videos und Streams. Liebe Grüße, Julia. Danke, Julia. Du darfst übrigens natürlich trotzdem, und das gilt an jeden von euch, ne? Ihr dürft gerne zu unseren Clubtreffen kommen, auch wenn ihr nicht im Club seid. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben immer gerne Gäste bei uns bei den Clubtreffen. Die Kelly Crazy Park schreibt: Oh mein Gott, er wird vorgelesen. Ich freue mich so. Ach ja, hast du noch einen Platz im Clubby? Ich habe Haflinger Isländer, natürlich Raut, das magische Rautenpferd, Andalusia, Fjord, Shire, Tubiano, Weißer Friese, Welchie und so weiter. Deine Kelloggs, Kelly. Dankeschön, liebe Kelly Crazy Park. Zack und zack. So, die Arisha nochmal. Ich habe dich nicht gefunden am Freitag. Kannst du mich dann am Sonntag einladen? Habe ich schon getan. Die Avery Breeze Plus. Hi Aida, ich bin leider sehr spät. Ich würde mein Glück nochmal versuchen, auf die Liste zu kommen. Bin aktiv, nett. Ja, so viel Positives. Oh, es tut mir so leid, Avery. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Ich finde es immer so blöd, dass ich euch absagen muss. Aber die Warteliste ist leider voll. Die Stina Greyfire. Danke, du bist die Beste. Komm schön ins Wochenende. Danke, liebe Stina. Die Pia. Hi, Dana, Dama. Vielleicht kennst du mich noch. Ich bin die PV aus den Livestreams. Ich wollte sagen, dass du die beste YouTuberin ever bist. Und ich hätte noch eine Frage. Wie schnell levelst du bitte deine Pferde aus? Schönen Tag dir noch, Pia Shortstar. Pia, eigentlich kommt das bei mir mal drauf an. Wenn ich weiß, dass ich mir ein neues Pferd kaufen möchte, weil irgendeine neue Rasse rauskommt oder so, dann tatsächlich level ich sehr schnell, weil ich dann jeden Tag alle Rennen eben durchknatter und dann geht das relativ flott. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mein friesisches Sportpferd sehr, sehr langsam gelevelt und lieber zwischendrin gequestet und so, weil ich wusste, es dauert noch ein bisschen, bis eine neue Pferderasse kommt. Ich hoffe ja, dass mit dem neuen Gebiet eine kommt. Ich bin gespannt. Es dürfte jetzt ja nicht mehr lange dauern. Die Agnes möchte auch in den Club. Darf ich auf die Warteliste? Liebe Agnes, die ist leider voll. Es tut mir so leid. Die Lara Atemdragon. Hallo, liebe Dana, du bist die Allerbeste. Ich würde mich so doll freuen, wenn ich bald in deinen coolen Club kann. Oh, Lara, es tut eher. Mann, das ist so blöd. Du bist so cool. Vielen Dank. Ich finde, du hast mehr Abos verdient, als du hast, also auf YouTube. Ach, ich bin eigentlich zufrieden, Lara. Könntest du vielleicht mal auf meinen YouTube-Kanal vorbeischauen? Wäre mega nett und super cool. Lara, ich mache das immer nicht aus dem ganz einfachen Grunde. Wenn ich das nämlich machen würde, weißt du, dann ist die Sache, dass ich das ja auch bei jedem machen müsste.
müsste. Und dann wäre ich ja den ganzen Tag nur beschäftigt, YouTube-Kanäle zu durchforsten. Aber natürlich darf jeder, der jetzt zuguckt, gerne mal bei dir reinschauen. Vielleicht lernst du ja da ein paar nette neue Leute kennen. Bei mir sind ja eigentlich nur nette Leute auf dem Kanal. Vielleicht schauen die bei dir vorbei. Hab dich ganz doll lieb, du bist die Beste. Ach übrigens, ich bin kein Starrider, deswegen kann ich nicht immer zum Training kommen und so. Das macht doch nichts. Hast du den Gutscheincode Thank You 2017 eingelöst für die 3 Tage Starrider, Lara? Ich meine, besser 3 Tage wie nichts. Die Cora, da weiß ich, was sie will. Das lasse ich mal zu, weil das eher privat ist. Die Leonie. Liebe Aida, du bist so eine tolle YouTuberin und machst richtig tolle Videos. Ich will mich schon mal im Voraus entschuldigen, wenn ich Schreibfehler mache. Kein Problem, solange ich es lesen kann, ist alles gut, Leonie. Aber ich tippe immer so schnell und achte dann nicht, was ich schreibe. Aber trotzdem viel Spaß beim Lesen. Ich gucke dich seit circa einem halben Jahr. Und deine Videos sind einfach nur toll. Sie sind mega klasse geschnitten und man sieht, dass du dir richtig Mühe gibst. Vielen, vielen Dank. Am meisten schaue ich SSO, wie zum Beispiel Reaction-Videos oder alte Quest-Folgen. Ich schaue auch Träumertreffen, aber ganz gerne. Aber ich schaffe es irgendwie nie mitzureiten. Ich liebe auch deine Livestreams. Ich helfe immer sehr gerne im Chat mit. Hier kommen noch ein paar Fragen. Wie alt bist du? 39. Ich werde im Dezember jetzt dann 40. Was hast du für Hobbys? Außer die Ponys eigentlich nichts. Ponys und YouTube, mehr Zeit bleibt dann auch nicht. Kannst du mal Vlogs hochladen? Mach ich. Ich mache Follow Me Arounds aus dem Stall. Musst du mal gucken, Leonie. Wie lange machst du schon YouTube? Seit 5 Jahren. Liebe Grüße, deine Leonie. Ich grüße dich zurück, Leonie. Danke für deinen Brief. Die Crystal. Ach, ich habe noch eine Frage zum Club. Wie wird im Club Platz frei, ist meine Frage. Wenn jemand den Club verlässt, bei uns wird im Normalfall niemand rausgeschmissen oder so, ne? Weil man muss ja nicht zu Clubtreffen kommen, also rauswerfen tue ich nicht. Es sei denn, jemand ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht mehr online gewesen. Dann muss man natürlich schon gucken, aber ansonsten rausgeschmissen wird keiner. Aber manche gehen dann, weil es denen vielleicht zu langweilig wird, weil sie einen eigenen Club aufmachen wollen und so weiter und so fort. Und dann wird Platz frei. Deswegen weiß man immer nicht genau, wie lange es dauert, bis man drankommt. Die Maya Snowmaker. Hi, dürfte ich auf die Warteliste? Liebe Maya, die ist leider voll. Einfach die Woche nochmal probieren. Die, ich weiß nie, wie man den Namen ausspricht, Senge, keine Ahnung, oh Gott. Hi, Dama, ich wollte dir sagen, dass ich deine Videos liebe. Vielen, vielen Dank. Bin leider auf einem anderen Server, trotzdem wollte ich dir einen Brief schreiben. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße, Senge, PS, ich bin Lea LP. Ah, die Lea. Hi, Lea. Die Pia. Hi Aida, ich bin dein größter Fan. Also kann ich in deinen Club, weil ich ja dein größter Fan bin. Und du hast so eine schöne Stimme. Und deine Pferde haben so schöne Namen. Wenn ich in deinen Club kann, sag mir... Und wann okay? Ach, wo wir uns treffen oder so bestimmt. Liebe Pia, bei uns im Club ist das so, das hast du ja bestimmt mitgekriegt. Du guckst ja die Videos dann bestimmt. Ne? Wir haben ja die Club-Warteliste und die ist momentan leider wirklich voll. Das ist halt eher so, So, jetzt die Stina noch und das ist dann der letzte Brief für heute auch schon. Liebe Aida, ich bin doch auf deinem Server. Kann ich dir Fragen stellen? Wie macht man diese Herzchen? Also, für die Herzchen drückst du auf deiner Tastatur die Taste Steuerung, also STRG und gleichzeitig Alt. Und dann kannst du auf dem Nummernblock, das sind die Zahlen, die auf der rechten Seite sind, 1 und 5 drücken und dann alles loslassen und dann hat man ein Herzchen. Was magst du mehr? Pferd oder Hund? Oh, das mag ich beides. Katze oder Pferd mag ich auch beides. Moorland oder Fort Pinter? Fort Pinter, neues Gebiet oder neue Pferde? Dann lieber ein neues Gebiet, muss ich sagen. Ich mag es nämlich, neue Sachen zu entdecken und zu erkunden. Das macht mir ziemlich viel Spaß. Deswegen dann lieber das. Und das war eher der letzte Brief für heute. Die nächsten Briefe folgen in der nächsten Postfolge. Jetzt ist auf alle Fälle wieder ein bisschen Platz dann nachher in meinem Postfach. Ich bedanke mich sehr, dass du zugeschaut hast. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder mit am Start bist. Falls du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, kannst du mir von Herzen gerne ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Auch über ein Däumchen nach oben freue ich mich immer sehr. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.